Kapitel 15. Der wahre Gott der Dunkelheit. Der Moment wirkte wie eine Ewigkeit. Der Moment, in dem Blutklinge sein Ziel traf, seinen eigenen Träger. Augenblicklich stürzte Zwillux zu Boden. Schatten quollen aus seiner Wunde, als wäre es Blut. Und Blutklinge selber verschwand im Nichts, als hätte es dieses verfluchte Metall nie gegeben. Und Bulbi wirkte wie erstarrt. Sie hatte es tatsächlich getan. Sie hatte den letzten Hieb getan. Und gleichzeitig die Liebe ihres Lebens verloren. Scheinux, es tut mir so leid. Warum konnte es kein besseres Ende nehmen? Es muss dir nicht leid tun. Wirklich nicht. Bulbi, danke. Danke für alles. Langsam wurde sichtbar, wie sich in die fließenden Schatten auch die gemischte Kraft einmischte, welche ihn übernommen hatte. Scheinux, kannst du nicht irgendwie bleiben? Musst du wirklich, lässt uns wirklich alleine? Wenn es noch eine Chance für mich gäbe, dann wäre Blutklinge geblieben. Ich wünschte, ich könnte bleiben, aber es war nie mein Schicksal. Weißt du, Bulbi, ich war nie dazu bestimmt, ein langes Leben zu führen. Oder ein glückliches. Ich war bestimmt zum einsamen Kriegertum. Aber alleine, dass ich dich gefunden habe. Dank dir und auch dank Funkenherz. Euretwegen konnte ich das Glück spüren, welches ich nie zu fühlen bestimmt war. Ich danke euch für alles. Papa. Auch Funkenherz gesellte sich zu ihrer Familie. Natürlich waren auch alle anderen schwer getroffen von diesem Verlust. Doch in diesen letzten Minuten wollten wir der Familie Zeit füreinander lassen. Ich wurde erschaffen als Krieger. Doch schon nach wenigen Stunden traf ich dich, Bulbi. Und mein ganzes Leben bist du mir nicht von der Seite gewichen. Du warst über Jahre meine beste Freundin, dann die Liebe meines Lebens und Funkenherz, auch du und deine Mutter, ihr beiden wart mein Leben. Ihr wart das Beste, was mir je hätte passieren können. Scheinux. Auf einmal wirkte Bulbi entschlossener denn je. Sie würde stark bleiben. Ich verspreche dir, dass ich stark bleiben werde. Ich werde auf unsere Tochter aufpassen. Ich verdanke dir so viel. Ohne dich wäre alles so viel schlechter gewesen. Ich verspreche dir, wir werden diese Welt retten. Ich werde alles geben, damit Funkenherz eine leuchtende Zukunft haben kann. Und ich werde dich nie vergessen. Ich verspreche es. Egal was passiert. Und irgendwann in ferner Zukunft, werde ich wieder zu dir stoßen. Danke dafür, dass du mein Leben lebenswert gemacht hast. Papa, du sagtest, dass du gehen möchtest wie ein Krieger. Und das tust du auch. Du bist ein großes Vorbild. Eines Tages werde ich eine so große Abenteurerin wie du. Das verspreche ich dir. Ich werde dich stolz machen. Funkenherz, ich bin jetzt schon stolz auf dich. Und ich werde es immer sein. Ja, alle. Bulbi, Funkenherz, meine Freunde, ich weiß, dass ihr diese Welt retten werdet. Lebt wohl. Die letzten Schatten stiegen empor in den Himmel. Zwillux war fort. Einer unserer treuesten Begleiter war nun fort. Doch gleichzeitig, er war frei. Er war endlich frei von allem, was ihn in dieser Welt schmerzte. Und wo ich bereits bei dem Stichpunkt Schmerz war, ein Ausruf zeigte mir, dass es noch jemanden gab, den Zwillux Ableben sehr schmerzte. Scheinux! Nein! Darkrai erschien in der Kuppel.
Ich hatte bereits mit seiner baldigen Ankunft gerechnet. Und ich hatte bereits gewusst, dass auch ihn dieser Verlust schmerzen würde. Darkreis. Doch Latias unterbrach mich, bevor ich etwas sagen konnte. Warte. Zwilluk sagte, dass er der Sohn des dunklen Gottes sei. Darkrai. Er war dein Sohn. Das heißt... Ich unterbrach sie gleich selbst wieder. Nein, Darkrai kämpft selber gegen den dunklen Gott. Es lag an dieser Kraft, dass... Und wieder durfte ich nicht ausreden. Dieses Mal war es Darkrai, der mich unterbrach. Er ist tot. Tot. Du hast ihn getötet, Bulbi. Du hast ihn getötet. Darkreis plötzlicher Ausbruch überraschte nicht nur mich. Was? Darkrai, du bist doch selber schuld. Du hast ihn als Krieger geschaffen. Du müsstest doch selber wissen. Ein träger Blutling, es hätte niemals jemandem so nahe stehen dürfen wie dir. Wäre er dir nicht treu gewesen, dann wäre er noch am Leben. Es ist doch nicht seine oder meine Schuld, dass ihr alle euch der Wahrheit verweigert. Es reicht. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Schön. Latias, du hast recht. Und was wollt ihr jetzt tun? Dann bin ich eben das Wesen, das ihr Narren den dunklen Gott nennt. Dann hast du mich angelogen. Du hast mir geschworen, dass du gegen den dunklen Gott kämpfen würdest. Du kennst mich nicht, Günther. Du verstehst nichts über mich. Du verstehst nichts über diese Welt, außer dem, was dir ein falscher Gott beigebracht hat. In diesem Weltenbaum nennt ihr mich den dunklen Gott. Doch von allen Weltenbäumen sympathisiere ich mit allen, außer mit diesem hier. Und in all den anderen Reichen nennen sie mich den Götterboten. Und euren falschen Gott, ihn nennen sie den dunklen Gott. Omegon, der Verräter. Er ist der dunkle Gott. Auch wenn ihr es wagt, mich so zu nennen. Es war also wieder alles ein Produkt von Darkreis Wahn gewesen. Er glaubte wieder nur an das, was er selber vermittelte. Er war sein eigener Prophet. Und doch sprach eines für ihn. Die unfassbare Macht. Doch wenn er der dunkle Gott von der Spitze des Turms der Götter war. Wenn du wirklich all diese Macht hast, Darkrai, dann verrate mir doch. Weshalb hast du sie nie gegen uns genutzt? Weshalb hast du nur das reine Element verwendet? Du hättest den Krieg in der Menschenwelt völlig drehen können. Es hätte gar nicht zu ihm kommen müssen. Aber nein. Du hast es nicht. Ich konnte diese Macht nicht nutzen. Lange wollte ich es, doch auch können tat ich es nicht. Omegon würde spüren, wenn sich all diese Macht, die ihm so vertraut war, an einem Fleck bündelte. Deswegen habe ich einen großen Teil der Kraft stets versteckt und anderweitig verwendet. Zum Beispiel als Zahnrad der Welten. Es ist meine Macht. Das, was du sagst, ergibt keinen Sinn. Wenn Omegon die Macht spüren würde, wieso bemerkt er dann beim Zahnrad nichts? Weil ihr alles Narren seid. Wieso sollte ich mir die Mühe machen, euch eine Wahrheit preiszugeben, an die ihr ohnehin nicht glaubt? Erst der Zusammenschluss. Erst die Kombination all dieser Mächte. Erst dies legt die wahre Stärke frei. Und wisst ihr was? Es ist genug, wenn ihr es so sehr darauf anlegt. Wie aus dem Nichts kam all die Kraft wieder angeströmt, welche Scheinux besessen hatte. Das reine Element, geschaffen von meiner Hand. Die dunkle Macht, geschaffen von meiner Hand. Das Zahnrad der Welten, geschaffen von meiner Hand. Die Determination, geschaffen durch einen Unfall während meinen Experimenten. All die Essenzen sind alleine auf mich zurückzuführen. All ihre Macht ist meine
und nun werdet wieder ein Teil von mir. Reines Element, dunkle Macht, Determination, Zahnrad der Welten. All dies sollte Darkrai erschaffen haben. Jeder dieser Gegenstände hatte einen riesigen Einfluss auf das Schicksal des gesamten Weltenbaumes gehabt. Und nun vereinte sich dies alles in Darkrai. Oder sagen wir, fast alles. In meinem Inneren klang eine Stimme wieder. Meine Kraft wird auf deiner Seite bleiben. Darkrai hat keine Kontrolle über mich. Das ist der Grund, weshalb er mich schon als Essenz des Hasses so fürchtete. Die gesamte Ausstrahlung des Raumes veränderte sich mit jeder Sekunde aufs Neue. Wie eine Kettenreaktion schien all die Macht, welche sich in dieser Kuppel befand, sich in einem Punkt zu ein und eine Konzentration der tödlichsten Essenzen zu bilden. Und der Punkt, an dem sich alles sammelte, war exakt Darkrais Seele. Tornadogleiche Winde zogen auf und verwehten all die Sterne, welche sich in der Kuppel sammelten. In allen Farben des Regenbogens leuchtete das Auge des Sturmes. Selbst die Zeit selber schien zu stoppen, während sich diese Verwandlung vollzog. Raum und Zeit werden kollidieren, wenn der dunkle Gott erwacht. Das war die Sache, die Abra mir vor meiner Abreise damals sagte. Und jetzt ist es soweit. Bulbi hatte recht. Der Tag war gekommen. Und nach all den Reisen, all den Abenteuern, war es doch Darkrai gewesen. Von Anfang an. In der ersten Reise trat er uns bereits gegenüber und nun offenbarte er sich als der große Fadenzieher der gesamten Geschichte. Langsam begannen die finsteren Winde nachzulassen und das Wesen im Zentrum wurde sichtbar. Darkrai hatte seine höchste Form erreicht. Der dunkle Gott war wahrlich wiedergekehrt. All diese Kraft, all die Macht im Inneren. Endlich ist sie wieder eins. Endlich spüre ich wieder all die Kraft, welche ich auserwählt wurde zu nutzen. Es wird Zeit, euch die Wahrheit eurer Existenzen zu offenbaren. Und du erwartest, dass wir am Irren wie dir zuhören würden, Darkrai? Verstehst du denn nicht, Eevee? Glaubt ihr immer noch alle, ich wäre wahnsinnig? Glaubt ihr denn wirklich, diese Macht käme von ungefähr? Glaubt ihr, jemand, der nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten wäre, wäre in der Lage, derartige Kräfte zu kontrollieren? Und vor allem zu kreieren, wie die, die ihr gesehen habt. Zieht ihr denn immer noch nicht in Betracht, dass all die Zeit ihr im Unrecht gewesen sein könntet? Nein, niemand ist im Unrecht, der seine Heimat vor dem Untergang verteidigt. Du willst die Heimat von Millionen auslöschen, Millionen Leben willst du vernichten. Und dann erzählst du uns, wir wären im Unrecht. Eure lächerlichen Philosophien sind mir zu niedrig. Ich werde Pokémon wie euch niemals verstehen. Wenn ihr es genau wissen müsst, mit dem Ende dieses Weltenbaumes würde ich 7 Millionen Leben beenden. 7 Millionen Pokémon würden für immer verschwinden. Und doch, 12 Millionen Pokémon könnten leben, die ansonsten ihr Leben verlieren würden. Und das ist ein Tausch, den ich annehmen werde. Auch wenn geistig mindere Wesen, wie ihr immer denkt, man könne Wesen nicht miteinander aufwiegen. Also ist deine Behauptung, dass du Millionen Leben retten würdest, dadurch, dass du diesen Weltenbaum vernichtest? Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Ich werde weiterhin für meine Heimat kämpfen. Ach wirklich? Denkst du das immer noch? Wenn ja, dann müsstest du dich mir anschließen. Wenn ihr für eure Heimaten kämpfen würdet,
dann müsstet ihr alle vier auf meiner Seite stehen. Latias, Latios, Sumpex und Floink. Mir ist es egal, was du denkst, Darkrai. Du bist schuld an meinem Leid durch die dunkle Macht. Du wirst mir nicht sagen, dass dieser Ort nicht meine Heimat ist. Bloß weil ich eine Hälfte der dunklen Macht bin. Ihr verdammten Idioten! Der Schrei hallte noch Sekunden später durch den Raum. Aber es ist nicht eure Schuld. Omegon, dieser dreckige Lügner. Was denkt ihr denn über die Vergangenheiten, die ihr vier in dieser Welt erlebt hattet? Über die seltsamen Träume im Verlaufe all eurer Abenteuer? Die Träume? Welche Träume meinte er? Doch meine Freunde schienen genau zu wissen, worum es geht. Meinst du, diese seltsamen Tagträume, der in dem Sumpex gegen ein Riolu und gegen ein Rayquaza gekämpft haben? Latias und ich gegen einen Eiskristall. Günther und Lord Ecke gegen dich und Floink und Bisasam gegen die dunkle Materie. Woher weißt du von ihnen? Diese Tagträume waren Erinnerungen. Es ist alles wahrlich geschehen. Ihr vier, ihr stammt alle nicht aus dieser Welt. Die Erinnerung, welche ich euch bei der Verzerrung schenkte, waren die, die ihr vor Jahren verlort. Ihr vier gehört alle zu anderen Weltenbäumen. Sumpex, du warst zusammen mit Olaf in deinem letzten Leben der Held des Weltenbaumes des Mondes. Latias, Latios, ihr wart die Helden des Weltenbaumes des Sturms. Floink, du und Bisasam waren die Helden des Weltenbaumes der Schatten. Ihr alle wart Helden anderer Weltenbäume. Jeder Weltenbaum hat das Recht und die Macht, zwei Helden zu haben. Doch Omegon widersetzte sich und holte euch alle hierher. Er nahm den anderen Weltenbäumen ihre Macht und ihre Helden und machte sie zu seiner. Deine Adoptiveltern, Floink, es gibt sie in einem anderen Weltenbaum. Eure verlorene Schwester Latias und Latios, es gab sie in einer anderen Welt. Die vier sollten alle nicht aus dieser Welt stammen. Dakras Erzählungen wurden mit jedem Moment wirrer und wirrer. Nichts von dem, was er sagte, ergab irgendwie Sinn. Oder irgendwie schon. Es ergab Sinn, aber es wirkte einfach so unwahr. Entgegen allem, an was wir glaubten. Es war schlicht nicht möglich, dass er die Wahrheit sagte. Und doch weiß ich, dass ihr alle für diese Welt kämpfen werdet, welche die euren verrät. Und von daher wird es Zeit, dass ihr euch euren ältesten Gegnern stellt. Verschiedenste Barrieren bildeten sich im Raum. Sumpex und Seong wurden am selben Fleck gehalten. Latias, Latios und Spark an einem anderen. Floink stand zusammen mit Eevee in einem dritten eingegrenzten Bereich. Die letzten vier, Bulbi, Funkenherz, Lord Ecke und ich, wir alle waren zusammen mit Darkrai selber eingesperrt. Tretet nun euren ältesten Feinden gegenüber und spürt meine wahre Macht. In den Gefängnissen all meiner Freunde erschienen Portale und aus ihnen erschienen Wesen. Sumpex und Seemops standen nun einem eigenartigen, schwarzen Rayquaza gegenüber. Latias, Latios und Spark standen gegen einen Eiskristall, wie sie ihn beschrieben hatten. Und Floink und Eevee gegen die dunkle Materie. Die dunkle Materie und der Kältekern. Zwei einst tyrannische Wesen, welche ich nun dank meiner Macht erschaffen und steuern kann. Als Kopien ihrer Originale. Seit der ersten Reise. Bereits damals war die dunkle Materie meine Kreation. Und Rayquaza. Nun die Ereignisse am Turm der Götter fordern, dass es hier auch bei einer Kopie bleibt. Und nun kämpft, sterbliche Wesen! Und was hast du mit uns vor? Wirst du Dialga holen? Damit auch wir unserem ersten Feind begegnen. Darkrai blickte mich seltsam an.
Denkst du wahrlich, dass er je ein Feind war? Bereits beim ersten Einsturz des Zeitturmes war ich der Fadenzieher. Dein ältester und größter Feind bin ich. Also kämpft ihr vier gegen mich.